Mama, ist dir das nicht zu kalt? Ja, gut, ist der Rücken. Du musst dann aber auch ganz rein. Thank you.
Will doch jemand Wasser? Ja. Papa, du. Dann jetzt Hose anziehen. Wie komme ich jetzt zur Hose?
Das ist ein Klaudia. Du musst dich ja noch los. Er könnte sich nur so im Wasser anziehen, Mama. Oh! Nach Hause. Alien will nach Hause. Nach Hause telefonieren. Oder nach Hause telefonieren. Hast du ein Foto da? Hast du schon Fotos gemacht von hier? Willst du noch? Horst. Was du das? Heißt Horst und... Nee. Nein, jetzt frag halt den da unten. Was sagst du denn zu dem? Ach ja. Hey Horst, wie geht's denn? Und weißt du, ob man da oben Feuer machen darf? Oh, wie? Nein, du musst fragen. Bist du der Horst, der Horst, Horst? Der Horst, Horst heißt? Na, bist du der Host? Bist du der Host, der Horst, Horst? Jetzt bin ich dran. Bist du der Host, der also, Horst, Horst, Horst? Wie, Lilly, wie heißt das? Bist du der Host, der Horst, Horst? Bist du der Host, der Horst, Horst? Ja. Genau, jetzt war es richtig. Boah, geht das schnell.
gefilmt. Was ist denn da noch drin? Auch Honig? Sag. Sag, ist da Honig drin? Sag. Hallo, wir sitzen hier bei Steak und Schnellnudeln. Genau. Und Pommes frites. Ja. Und Salat. Falsch. Pommes frites nicht, aber Salat schon. Ich bin aber schwarz. Das ist einfach weit übers Feuer. Schnell! Was ist denn da zu sehen? Ich sehe ein paar Zuckergusstürme, die aus Sand bestehen und ein paar Bäume da unten noch. Aber wie schaut denn die ganze Landschaft aus? Ja, so wie eine Zuckergusslandschaft. Ist dir kalt, Felix? Starke Sache, gell, Baba? Lacht am kalten Buffet, oder? Also kommt's mal raus aus euren Hütten. Links sind Verluste, rechts sind Schlitze. Halt, und halt. Dazwischen zwischen. Also links sind? Links sind Mauern, rechts sind Mauern und dazwischen zwischen Mauern, wo die kleinen Indianer kochen ohne Kochlöffel. Da regnet. Oh, Gott, ja.
Unsere Indianer Squaw. Zeig mal die andere Wange hier. Hände hier. Kriegsbeschmalung. Jetzt hör auf. Ist das jetzt deine Registrierung, oder? Was meinst du? Da ist ein Knochen ja so fast so groß wie ich bin. Ja, so groß. Ein bisschen größer. Papa, hallo. So. Schmeckt's euch? Mhm. Papa, bekommt bitte. Was ist denn da drauf? Also erstmal Paprika, Salat, ganz viel Salat halt, Käse, Paprika. Und ein kleines Stückchen Semmel. Genau. Wunderbar. Verstanden? Ich bleib hier stehen. Die Würfel sind nicht gut. Schauen wir mal. Grün, Ockerfarben, Rot. Okay, grün. Wir machen jetzt eine Wanderung. Wir gehen jetzt da hoch. Hier ist der Trailhead. Warum? Papa, schau mal. Was? Was denn? Da geht's runter. Was ist denn da Schönes? Kommt hier! Eine Brücke sehen. Eine Brücke machen. Papa, spielst du auf? Ja. Papa, kommst du jetzt bitte? Papa! Yeah.
sind Geier. Sind wir durch einen eisig kalten Fluss gewartet, so stundenlang, echt. Aha. Ja? Der steht gerade neben mir und filmt. Aber Oma, am ersten Tag war es bulle heiß, wirklich. Und jetzt ist es eigentlich ganz angenehm. Warum denn nicht? Ja, weil ich dir vorhin. Thank you.
It's a very versatile thing. It's very light. But it's not really expensive. Okay. Okay. Don't really, but you know what? They're amazing. It doesn't matter. You know, expensive. I mean, except when you want to. I think this for us was worth it. But yeah, I've got a little one too that just, yeah. You know, point and click. That's it. Ein paar Felsen, die da runtergehen, hier runtergehen und dort runtergehen. Und dann? Fällt da mal ein Stein runter und dann wird eine Lawine ausgelöst. Und dann? Ja, und dann fahren jede Menge Steine rum. Und wie kommst du zu diesen Löchern da unten, da drinnen? Löchern? Da unten die Canyons und so? Die Schlucht? Hm? Weiß ich nicht. Wo ist der Green River? Wir sind hier auf 6800. Felix, was hat jemand schon mal rausgeschaut, wie das Stinkerklo ist? Ja, hab ich. Und? Es stinkt ziemlich nach künstlicher Erdbeere oder Himbeere, weiß ich nicht. Genau. Und es ist ein Blumsklo. Genau. Kann man los? Ja. Ich habe gedacht, der Felix will mich verarschen, aber da riecht es wirklich nach einem Haufen Erdbeer und so weiter und Artificial Flavors. Unglaublich.
Das von mir war ein richtiger Killer. Mit dem spitzen Teil da noch dran. Und Felix? Was ist? Mami! Magst du einen Überwurf, Felix, oder was? Lies mal was vor. Hiking trails and four-wheel drive roads provide access into the criss-crossing canyons of the Needle. From the distance, the scale of the Needle is deceiving. In Chesler Park, the sandstone spires tower above day hikers and backpackers. A 5.8 round trip hike to Chesler Park and back starts from the Elephant Hill parking area. Da gibt es mehrere Sachen. Da gibt es einmal für diese Druidenarch, einmal diesen Rundweg, ja, beziehungsweise das Gale Chesler Park, 2,9 One Way. These trails explore some of the most remote, impenetrable, scheinbar uneindringbare Bereiche der Needles Backcountry.
Was ist? Die Sonne blendet mich so. Mhm. Was haben wir denn hier herüben? Das ist das New York von der Wüste. Wieso? Was ist denn da los? Lauter Bakterien. Und denen müssen sie hier hintragen, oder? Ich könnte ihnen helfen. Schauen wir, wo die Amazonstraße ist. Wenn du was Schlimmes gemacht hast bei den Aradern, dann wird dir da die Hand abgekappt. Da bist du behindert. Ja, du musst dir auf so einen Stein drauflegen und hauen die mit dem Schwert drauf und dann ist deine Hand weg. Das ist eine ganz schlimme Bestrafung bei den Aradern. Kommt hinter dir auch noch jemand? Ah. Dass da noch drinnen stand, dass an dieser einen Stelle, dass von 10 Fohlen nur 4 überleben. Echt? Ja, warum? Mal ein Foto von mir. Habe ich mein Buch? Hier habe ich kein Buch. Da ist es heiß, hier ist es. Wahnsinn, okay. Wie da vorne die Luft flimmert. Das ist doch gesagt. Und brutal. There's a place right by where we're staying. We're staying at the Red Cliffs, okay, which is, so, and it's right by there. Mm-hmm. Like you would have actually passed it on the second half of the rafting day. Mm-hmm. So you drove from the Red Cliff house over here for? Yeah. Yeah.
eine Tochter von einem Kaiser von Byzanz. Maria war im zarten Alter mit Hulegu verlobt worden, einem Enkel von Genghis Khan und Gouverneur einer der vier Provinzen des Mongolenreichs, dem Chukwemon. Und so wurde Maria ordnungsgemäß mit dem Mann verheiratet, den ihr Stiefsohn gefunden hat. 15 Jahre lang war sie Königin der Mongolen bis Arpakur 1281 von einem seiner Brüder ermordet wurde. Vorsichtig spricht sie den Annäherungen des Mörders aus, der sie als einen Teil seines Erbes annahm und kehrt nach Konstantinopel zurück, wo ihr Vater mittlerweile knapp an Töchtern verblommt, mit einem anderen Mongolen Khan zu verheiraten suchte. Geh da nicht so weit vor! Ah nein, die sind ja noch besser als das, was wir gesehen haben. Das ist wahrscheinlich der ganze Clan, der hier gelebt hat. Komm mal her, vor wie ein Indianer im Pueblo, Pueblo. This is the fa- mm-hmm. Yes. And the stones you buy from a dealer or what? I make Arizona. Uh-huh. Big stone. Yeah. Cut little piece. Uh-huh. And then you put them holes in them. Yeah, I make the sand and this. Mm-hmm. Uh-huh. And these beads you can buy or? Yeah, this can buy it. Mexico. In Mexico. Uh-huh. Mm-hmm. Gel. And this is traditional design. Yeah. Mm-hmm. This one? That one is spike. Spike. Mm-hmm. Spiderwood talkers. Mm-hmm. Okay, nice meeting you. Have a nice day. You too. Goodbye. Bye. Bye. This is Mexican hut. Hat. Der Papa fehlt dich.
Und?